Julian Reichelt gegen Björn Höcke. Wir erleben heute den Streit des Jahres. Wir reagieren nämlich jetzt auf ein Video von Julian Reichelt und ihr werdet vielleicht sagen, Moment, das heißt ja Weidel vs. Habeck. Wieso sag ich denn hier jetzt, dass hier Julian Reichelt gegen Björn Höcke antritt? Nun, das verrät uns schon das Thumbnail. Da steht nämlich Höcke raus, Ausrufezeichen. Wie die AfD in wenigen Jahren regieren könnte. Und das verrät uns schon sehr klar, in welche Richtung es gehen wird. Das Video wurde mir von einem Zuschauer zugeschickt. Und hier sieht man, wie Julian Reichelt, der eher dem rechten CDU-Flügel nahesteht, ich glaube, so könnte man ihn ganz fair einordnen, auf Björn Höcke, also den rechten, also jemanden aus dem rechten Flügel der AfD los und unterstützt Alice Weidel, die eher zum neoliberalen Flügel der AfD gehört. Naja. Das Video hat sogar schon 8000 Likes, das finde ich auch interessant. Also schauen wir mal an, was Julian Reichelt hier jetzt vorbringen wird. Eine Partei, die ihren Wählern dienen will, lässt sich nicht von einem Provinzspringteufel mit 30er-Jahre-Wortschatz, Großmannsgehabe und lächerlicher Hitler-Gestik organisieren, der auch noch regelmäßig seinen Wahlkreis verliert. Herzlich willkommen, Achtung Reichelt, selten zuvor in der Geschichte unseres Landes hat es eine so gewaltige politische Mehrheit Mitte-Rechts und rechts der Mitte gegeben wie heute. CDU und AfD kommen gemeinsam auf nahezu 60%. Die Menschen, die CDU und AfD wählen, wollen sehr ähnliche Dinge. Viele AfD-Wähler waren die längste Zeit ihres Lebens CDU-Wähler. Ja, also um mal ein Beispiel zu nennen, die meisten AfD-Wähler wollen Frieden. 80% der AfD-Wähler lehnen die Waffenlieferung nach Israel ab. Übrigens auch die meisten CDU-Wähler, die meisten Wähler aller Parteien, aber bei AfD-Wählern war die Waffenlieferung, war diese Ablehnung sogar am deutlichsten. Jemand wie Julian Reichelt, der will genau das nicht. Der ist ein vollkommen strammer Transatlantiker, der will natürlich, dass Waffen in alle US-Vasallenstaaten, die es gibt, geliefert werden. Also gerade in die Ukraine, gerade nach Israel. Also Reichelt steht definitiv nicht auf der Seite der meisten AfD-Wähler, zumindest wenn es um dieses zentrale Thema geht. Nicht das, was sie wollen, hat sich geändert, sondern das, was sie von der Merkel-CDU viel zu lange bekommen haben und mit dem mächtigen geistigen Erben, Hendrik Wüst, Daniel Günther, Kai Wegner, immer noch weiter bekommen. Auf den Straßen von Berlin zum Beispiel feierten am Wochenende Islamisten vollkommen ungestört den Terrorführer der Hamas, Yahya Sinwar. Schauen Sie. Emanzipati. Oh, ja. Da haben sie sich mal wieder dem... Also der liefert immer so Clips von irgendwelchen abgedrehten Demonstranten und damit werden dann pauschal pro-palästinensische Demonstrationen diskreditiert. Also der hält mit der Kamera immer auf die paar Idioten, die irgendeine Parole grölen, die hier nicht so gerne gesehen ist oder irgendeinen Terrorführer feiern und dann... hat man dieses Material zum Vorzeigen, seht her, diese ganzen Demonstranten, das sind alles Islamisten, die typische Taktik, wenn es darum geht, Friedensdemos zu diskreditieren. Das macht man auch bei Friedensdemos zum Ukraine-Krieg. Da hält man dann auf so ein paar Spinner, die sagen, Putin ist der Größte, ich würde hätte gerne, dass er deutscher Reichskanzler wird. Die werden dann gefilmt und dann, seht her, so sah diese gesamte Demonstration aus. Das war eine Pro-Putin-Demo. Genau so macht man das mit pro-palästinensischen Demonstrationen. Iman Sefati ist da meiner Ansicht nach einer derer, die das am extremsten betreiben. Also hier wird gerade einfach nur Palästina gerufen und der hört eine Iran-Flagge. Und die anderen hier, die haben solche Tücher. Also die Szene hier, die ist manchmal problematisch, aber durch das Framing, was man am Anfang gesehen hat, wird das auch in diese Ecke gestellt, obwohl der Ausschnitt hier gar nicht... sich eigentlich gar nicht so framen lässt. Das ist das Deutschland, das Angela Merkel angerichtet hat. Was aber diese 60%... Naja, ich würde sagen, solche Demos würde es nicht geben, wenn Deutschland nicht der zweitwichtigste Waffenlieferant Israels wäre. Wenn du dich so massiv in einen Konflikt einmischst, wie Deutschland das beim Nahostkonflikt macht,
Wenn du eine Kriegspartei so massivst mit Waffen und Geld überschüttest, dann wird es dagegen Widerstand aus der eigenen Bevölkerung geben. 68% der Bundesbürger lehnen Waffenlieferungen nach Israel ab. Das ist vollkommen. Die Deutschen sind sich bei diesem Thema sehr, sehr einig. Man lehnt diesen israelischen Kriegskurs ab und man lehnt ab, dass Deutschland das unterstützt. Und entsprechend gibt es dann in der Bevölkerung auch Demonstrationen gegen diesen Kriegskurs. Der Wähler und vermutlich noch mehr immer verzweifelter wollen, aber einfach nicht bekommen, ist ganz einfach. Eine Regierung, die nicht offenkundig verrückte Dinge tut. Gesicherte Grenzen und Einhaltung des Rechts. Keine Zuwanderung des Islamismus. Sicherheit auf den Straßen. Vernünftige Wirtschaftspolitik, die keine... Ja, das sind alles legitime Forderungen. Also das hätte ich auch gerne. ...Experimente mit unserer Energieversorgung und unserem Wohlstand treibt. Ordentliche Schulen für unsere Kinder und sichere Schulhöfe. Keinen ruinösen Geld... Keine Experimente mit unserer Energieversorgung und unserem Wohlstand. Waren die ganzen Transatlantiker 2022 nicht begeisterte Befürworter des Wirtschaftskrieges gegen Russland? Hat da beispielsweise in Julian Reichelt nicht Videos gemacht, wo er wirklich übelste Kriegspropaganda gegen Russland betrieben hat? Ja, genau das ist da passiert. Also... Solche Transatlantiker wie Julian Reichelt, die haben doch Politiker dafür angegriffen, dass sie nicht zu Russland kritisch genug waren. Also Experimente mit unserem Wohlstand, wie eben dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland, die wollten ja die ganzen liberal-konservativen Transatlantiker wie Julian Reichelt. Geldautomaten für die ganze Welt, sondern einen empathischen, gerechten Sozialstaat für die, die in Not geraten sind und vor allem für alle, die ihr Leben lang geschuftet haben. Ein Sozialstaat für unsere strauchelnden Nächsten und für unsere erschöpften Eltern. Kein Bürgergeld, Simsalabim, für junge Männer in der Ferne. All das ist nicht radikal, sondern so grundvernünftig und verantwortungsbewusst, dass man es fast langweilig nennen könnte. Für all das stehen wir morgens früh auf, gehen hart arbeiten und zahlen sehr viel Steuern, die übrigens gern ein bisschen niedriger sein dürften. All das könnten CDU und AfD in einer Koalition mit riesiger Mehrheit umsetzen. Langweilig und nahezu unbemerkt. All das hätte die CDU 16 Jahre lang umsetzen können, wenn sie es gewollt hätte. Also die CDU hätte ja die Steuern senken können. Sie wollte sich lieber an die Schuldenbremse halten. Regieren. Oder sie wollte lieber den Rüstungshaushalt steigern. Das ist ja auch passiert unter Merkel. Man musste ja versuchen, sich ans NATO-2%-Ziel zu halten. Deswegen ist es ja unter Merkel schon zu massiven Steigerungen der Rüstungsausgaben gekommen. Und die Menschen in Ruhe lassen. Stattdessen werden die Regierungen im Land immer linker, je weiter rechts viele Menschen, besonders junge Menschen, wählen. Die sogenannte Brandmauer, ein perfides Geschöpf aus der Hölle der linksgrünen Propagandasprache, macht es mathematisch unmöglich, dass die Mehrheit im Land das bekommt, was sie sich wünscht und wählt. Und damit meine ich nicht Parteien, Koalitionen, Farbkonstellationen, sondern das schleunige und effiziente Abarbeiten hochemotionaler Probleme und Krisen. Die meisten Menschen interessieren sich nicht für die Farbenlehre und Logik der Macht. Sie wollen einfach ihre Probleme gelöst haben. Mehr billige Energie, weniger teure Migration. Dafür gibt es eine gewaltige Mehrheit im Parlament, aber sie darf sich nicht zusammenfinden. Jeder Mensch, der die Demokratie liebt und für die immer noch beste aller unzulänglichen Staatsformen hält, muss das als gefährlichen Missstand erkennen. Die Antwort auf den Wunsch nach mehr Blau kann auf Dauer nicht immer mehr grün sein. Die konservative Krise ist eine Krise der Machtmathematik. In Thüringen und Sachsen führt diese Krise dazu, dass die CDU sogar bereit ist, noch einmal alles zu verraten, wofür sie je gestanden hat und sich von der sympathischen Stalinistin Sarah Wagenknecht zur Macht... Das ist ja überhaupt nicht hetzerisch. Also ja, völlig absurd. Das BSW ist eine gemäßigt sozialdemokratische Partei, das die Dinge vertritt, die die SPD in den 90ern vertreten hat. Also es zeigt, wie vollkommen verrückt neoliberal transatlantisch Julian Reichelt ist. Also solche gemäßigten friedenspolitischen, wirtschaftspolitischen Ansätze, wie das BSW vertritt, also Frieden mit Russland, billige Energie, also was er eben auch gefordert hat, das ist jetzt plötzlich, wenn das BSW es fordert, Stalinismus. Macht verhelfen lassen will. Jeder Mensch im Land versteht, dass es vollkommen absurd ist, sich von nationalistisch-sozialistischen Wagenknecht wählen zu lassen, um sich von der AfD abzuschotten. CDU wählen... Also eben
Wie gesagt, Reichert hat eben gerade noch selber billige Energie gefordert, einen gerechten Sozialstaat, der sich vor allem um die Leute, die ihr Leben lang geschuftet haben, also vor allem die Rentner kümmert. Genau das fordert das BSW. Der BSW fordert eine massive Erhöhung der Renten. Aber das BSW fordert, wie gesagt, die Wiederaufnahme der billigen Energieversorgung aus Russland. Und das ist jetzt plötzlich nationalsozialistisch oder nationalistisch-sozialistisch. Also es ist vollkommen absurd. Also wer fällt auf so eine Propaganda rein? Also wir hatten ja gerade schon geguckt, zumindest mal 8.200 Menschen, die das geliked haben. Das ist traurig. Wagenknecht oder grüne Planwirtschaft bekommen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Etwas muss sich also ändern. Was ich Ihnen jetzt sage, mag manchen AfD-Wählern und manchen CDU-Wählern unter Ihnen nicht gefallen. Aber ich sage es trotzdem, weil ich es für vernünftig halte. Die AfD muss sich entscheiden, ob sie wirklich regieren will, um die Wünsche ihrer Wähler wahr werden zu lassen und ihr Leben besser zu machen. Denn das geht nur in der Regierung. Wenn sie gar nicht erst regieren will, dann betrügt und missbraucht sie ihre Wähler. Wenn sie regieren will, hat die AfD eine Verpflichtung, anschlussfähig zu werden. Denn eine absolute Mehrheit mag zwar in den Allmachtsfantasien einiger ihrer Kader existieren, wird aber niemals kommen. Die AfD könnte innerhalb weniger Jahre Regierungsverantwortung übernehmen, wenn sie bereit ist, sich zu verändern. Derzeit aber leidet diese Partei, die sich als deutscheste Partei des Landes präsentiert, genau am selben Syndrom wie Deutschland. Sie hält sich für zu erfolgreich, um sich radikal zu verändern. Parlamentarisch wird sie dadurch immer bedeutungsloser, während die wirklich klugen und anschlussfähigen Rechten Europas, wie Gerd Wilders, Giorgia Meloni, Land um Land, Parlament um Parlament, Regierung um Regierung erobern. Ja, Giorgia Meloni hat die illegale Migration in Italien gesteigert. Aber das wird einen Liberalkonservativen wie Reichert natürlich freuen. Sie hat gleich das italienische Bürgergeld, was nochmal wesentlich mickriger war als das deutsche, abgeschafft. Also sie hat die armen Italiener deutlich schlechter gestellt, aber mehr illegale Migranten ins Land geholt, damit die Löhne gedrückt werden können. Toll. Also Leute wie Reichert freut das. Die Italiener haben davon nur überhaupt nichts. Also bei der Ukraine-Politik, da ist Meloni natürlich vollkommen stabil. Geopolitisch ist Meloni eine stramme Transatlantikerin. Auch das ist, glaube ich, das, worum es Reichert hauptsächlich geht. Meloni macht beim Wirtschaftskrieg gegen Russland mit, sie macht bei den Waffenlieferungen an die Ukraine mit. Also es ändert sich nichts Grundlegendes. Deswegen wird dieses Aufgeben der Prinzipien, die die ganzen rechtspopulistischen Parteien hatten, mittlerweile auch als Melonisierung bezeichnet. Genau das will Reichert. Er will eine melonisierte AfD, die ihr Programm aufgibt, die geopolitisch auf Kurs ist, die den Wirtschaftskrieg gegen Russland mitmacht, die den neuen geplanten Wirtschaftskrieg gegen China auch mitmacht, die auf den Kurs der US-Regierung einschwenkt, die sagt, Russland, China, der Iran, die BRICS, das sind die großen Feinde der Freiheit, gegen die müssen wir uns stellen. Wir machen das zusammen mit den anderen Konservativen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Im Gegenzug haben wir so eine symbolisch härtere Rhetorik gegen Migration, während wir noch mehr Migranten reinholen. Daran ändern wir eh nichts mehr. Aber wir schrumpfen wenigstens noch den Sozialstaat kurz und klein, damit wir wenigstens arme Deutsche noch ein bisschen schlechter stellen. Das ist dann die Politik, die am Ende rauskommt. Und dafür ist Meloni das beste Beispiel. Und genau das will Reichert von der AfD. Er will eine AfD, die genau dieses Programm umsetzt, die aber nichts Grundlegendes in Deutschland ändert. Hier ist, was die AfD radikal ändern muss. Erstens, Björn Höcke muss weg. Seine Sprache der wohltemperierten Grausamkeiten ist schlicht abschreckend, wenn man mehr will als einen vollkommen wertlosen Wahlsieg in Thüringen. Ich weiß nicht, ob Björn Höcke die SA-Parole Alles für Deutschland ganz bewusst genutzt hat. Ja, die Rhetorik von Björn Höcke, die lehne ich auch ab, die kritisiere ich auch. Aber ganz ehrlich, ein Julian Reichert stört so eine Rhetorik nicht. Schaut euch an, was für eine Rhetorik Julian Reichert gegenüber Vertretern des iranischen oder des russischen Staates hat. Da hat Julian Reichert selbst noch eine viel schlimmere, eine viel menschenverachtende Rhetorik. Schaut euch an, wie sich Julian Reichert zur rechtsextremen israelischen Regierung äußert. Er unterstützt, zumindest wie ich das gesehen habe, also er hat, zumindest meiner Analyse nach, auch kein Problem mit dem israelischen Völkermord im Gazastreifen. Also Julian Reichert hat absolut kein Problem mit nicht nur wohltemperierter Grausamkeit, sondern meiner Ansicht nach auch mit komplett enthemmter Grausamkeit, wie wir sie gerade im Gazastreifen sehen. Damit hat Julian Reichert überhaupt kein Problem. Aber bei Höcke, da ist das jetzt ganz schlimm. Es ist pure Heuchelei. Also
Um es nochmal zu sagen, ich mag Höcker auch nicht, aber ich lasse mich auch nicht von einem Reichelt hier für dumm verkaufen. Reichelt geht es darum, dass die AfD geopolitisch nicht auf Linie ist. Er möchte sie geopolitisch auf Linie bringen und deswegen muss Höcke weg. Und der neoliberale transatlantische Flügel um Leute wie Alice Weidel, Beatrix von Storch und Rüdiger Lukassen, der soll sich bitte durchsetzen. Ahnung, aber ich weiß, was ein Mann meint, ein Geschichtslehrer meint, der sich seine Haare so aus dem Gesicht streicht. Björn Höcke ist auch nicht der Volkstribun, als der er sich gerne ausgibt. Seine Reden sind flach, geistlos und zornig. Ein echter Volkstribun, wie zum Beispiel Gerd Schröder. Ganz anders als die eines Julian Reichels. Das ist ja wirklich geniale Selbstironie. Oder würde Björn Höcke zum Frühstück verspeisen. Höcke ist der mit Abstand bekannteste AfDler und er holte in Thüringen nahezu das identische Wahlergebnis wie der mit Abstand unbekannteste AfDler in Sachsen. Björn Höcke ist sehr ersetzbar. Er ist nur sehr... Nein, Sachsen, also die sächsische AfD hat einen sehr schlechten Wahlkampf gemacht. Wird parteiintern auch stark dafür kritisiert, die hätte in Sachsen wesentlich mehr holen müssen. Sachsen ist ein konservatives Bundesland, da ist die AfD traditionell stark, da war die CDU auch immer traditionell stark. Also wenn die AfD in Sachsen stärker die CDU kritisiert hätte und mehr Wahlkampf gemacht hätte, dann wäre die AfD in Sachsen wahrscheinlich sehr viel stärker geworden und da gäbe es wahrscheinlich tatsächlich realistische Chancen für die AfD, die absolute Mehrheit zu holen. Also hier vergleicht Reichelt Äpfel mit Birnen. Sachsen ist sehr viel konservativer als Thüringen und in Sachsen, da hat die AfD sehr viel bessere Startbedingungen. Also es ist ja eine Scheinargumentation für Leute, die sich mit den politischen Verhältnissen in Deutschland nicht so gut auskennen. Also er hofft, dass seine Zuschauer dafür blöd genug sind. Ja, erfolgreich darin. Ja, wer finanziert News überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Darauf wollte ich noch eingehen. Frank Gotthardt, ein Milliardär, der Mitglied in der CDU ist und Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU Rheinland-Pfalz. Der Wirtschaftsrat der CDU ist eine Lobbyorganisation, wo große Unternehmer versuchen, Einfluss auf die Parteipolitik der CDU zu nehmen. Und ihr seht es hier, Frank Gotthardt will, zumindest sieht es nach diesem Reichelt-Video so aus, anscheinend eine Koalition aus einer melonisierten AfD und einer konservativeren CDU, damit sich in Deutschland nichts Grundlegendes ändert, sondern hier eine ähnliche Politik wie in Italien beispielsweise gemacht wird. Seiner Partei das Gegenteil einzureden. Wenn es der AfD wirklich darum geht, ihren Wählern zu dienen und etwas zu verändern im Land, dann muss Alice Weidel den Mut finden, Björn Höcke zu entmachten und zu verbannen. Ich persönlich halte Höcke für einen überzeugten Nationalsozialisten, aber es geht gar nicht darum, was ich denke. Jeder Lass ich jetzt mal unkommentiert. Mensch mit deutscher Lebenserfahrung weiß, dass Björn Höcke der AfD im Weg steht. Er allein ist der Unterschied zwischen bundesweit 20 und möglichen 30%. Eine Partei, die ihren Wählern dienen will, lässt sich nicht von einem Provinzspringteufel mit 30er-Jahre-Wortschatz, Großmannsgehabe und lächerlicher Hitlergestik tyrannisieren, der auch noch regelmäßig seinen Wahlkreis verliert. Ein Volkstribun, der nicht einmal seinen Wahlkreis gewinnen kann? 2017 stimmte Alice Weidel selbst für einen Parteiausschluss von Björn Höcke. In dem Antrag attestierte Weidel Höcke und ich zitiere, eine übergroße Nähe zum Nationalsozialismus, eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus und Zitat, ein Menschenbild, welches der Würde des Menschen widerspricht. Wenn Alice Weidel stark genug ist, ihren eigenen Worten und Überzeugungen zu folgen, dann muss sie Höcke loswerden. Björn Höcke ist nicht der einzige unzumutbare Charakter in der AfD, natürlich nicht, aber an ihm entscheidet sich, ob eine Selbstreinigung gelingen kann. Mit ihm... Selbstreinigung, das ist ja überhaupt keine radikale Rhetorik. Wenn wir politisch anderslautende Meinungen aus der Partei wegsäubern, dann ist das eine Selbstreinigung. Das ist es. Allein schon in dem Video macht er das, was er Höcke vorwirft. Das ist so krass. Bleibt die AfD für breite Schichten auf Jahre hinaus unappetitlich und unantastbar. Ihn zu stürzen, wäre ein Signal der Vernunft und der Ernsthaftigkeit. Zweitens, die AfD muss sich selbst den rechtsnationalen Herrenmenschen-Antisemitismus austreiben, der das deutsche Bürgertum schon immer befallen hat. Es gibt in der AfD viele Leute mit fabelhaften Ansichten zu Israel und dem jüdischen Leben in Deutschland. Das musste kommen. Ich habe es gesagt, für Reichelt geht es darum, ob die AfD geopolitisch auf Linie ist, ob sie Israel und die USA unterstützt. Aber
Es gibt eben auch zu viele mit diesem üblen, raunenden, antisemitischen Mief, den Gerd Wilders, Viktor Orban oder Giorgia Meloni niemals dulden würden. Selbst Marine Le Pen hat das antisemitische Gezische ihres judenhassenden Vaters radikal beendet. Beim TV-Duell zwischen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel war geradezu körperlich spürbar, dass Weidel beim Thema Israel nicht frei sprechen wollte. Zu sehr fürchtete sie die Macht der antisemitischen Gesinnung in ihren... Nein, sie fürchtete nicht die Macht der antisemitischen Gesinnung. Also erstmal hat Wagenknecht nur... hat Weidel zuerst gesagt, ja, das in Israel, was Israel da gerade macht, das ist Selbstverteidigung. Während Israel gerade einen Angriffskrieg auf den Libanon führt, während man im Gazastreifen gerade einen Völkermord durchführt, Selbstverteidigung. Da hat Wagenknecht mal kritisch nachgehabt. Moment mal, meinen Sie wirklich, dass das Selbstverteidigung ist? Also wir sind daher anderer Meinung, das ist komplett barbarisch, was Israel da macht. Wir lehnen Waffenlieferung ab. Und da hat Weidel dann so halbherzig zurückgerudert und dann Wagenknecht, okay, aber warum haben Sie dann Waffenlieferung im Bundestag zugestimmt? Und da hatte Weidel dann gar nichts Sinnvolles mehr zu sagen. Also sie scheint einfach von Außenpolitik keine Ahnung zu haben. Und vielleicht weiß Weidel auch, dass 80% der AfD-Wähler Waffenlieferung nach Israel ablehnen. Also die AfD-Wähler wollen nicht, dass Waffen nach Israel geliefert werden. Das hat auch nichts mit Antisemitismus zu tun. Die AfD-Wähler wollen einfach nicht, dass Deutschland sich in die Kriege anderer Länder einmischt und sich damit in der gesamten Welt unbeliebt macht. Also das israelische Vorgehen, das wird in der gesamten Welt sehr stark kritisiert und Deutschland isoliert sich komplett mit dieser vollkommen einseitigen Parteinahme auf Seiten Israels. Wir sollten lieber eine Position des Friedens und der Diplomatie vertreten. Das ist es, was fast alle Länder auf dieser Welt machen. Nur Deutschland muss stramm auf Seiten der USA, ja, das israelische Vorgehen immer weiter unterstützen. In eigenen Reihen, angefangen bei ihrem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, der die AfD gegen Israel positionieren will. Und hier ist, was laut Welt ein Mitglied der AfD-Fraktion über Tino Chrupalla sagt. Es wäre erfrischend, wenn Chrupalla mal eine außenpolitische Position vertreten würde, die sich von der Moskaus unterscheidet. Er kritisiert Israel, aber nicht die Hamas. Russland hat eine sehr differenzierte und vernünftige Position zum Nahostkonflikt. Russland setzt sich da auch für einen Kompromissfrieden ein. Das gefällt einem Reichelt natürlich gar nicht. Zumal er Russland ja auch als einen Feind sieht. Hält ihn davon ab, zum BSW zu gehen. Sich so krass gegen Israel zu wenden, ist nicht Beschlusslage. Zitat Ende. Sagt die AfD-Fraktion selbst. Die Fraktion der AfD murrt leise, aber duldet weiter üble Charaktere wie zum Beispiel auch Jürgen Pohl, mit denen niemand jemals koalieren wird, liebe AfD. Schauen Sie. Liebe Freunde, Großes ist gestern passiert. Unser Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender hat festgestellt, dass die Kriegsbegeisterung im Bundestag sich durch das Hohe Haus zieht und so weiter und so fort. Und alles das mit dem Begriff Staatssaison für Israel. Nein. Wir sind die Partei des Friedens, hat er gesagt. Die Friedensinitiativen in der Ukraine und im Libanon und im Gazastreifen, die müssen von Deutschland ausgehen. Und jetzt kommt's aber. Ich muss ehrlich sagen, diese Friedensinitiative stößt manchem AfD-Mitglied in der Fraktion hart auf. Westdeutsch sozialisiert, Israel darf alles, die anderen dürfen nichts. Und wir unterstützen das auch, soll das auch noch unterstützen. Überlegt euch das mal. Enthauptungsschläge, Angriff auf Kinderkrankenhäuser, Angriff auf Beirut, auf den Libanon, Angriff auf den Iran, Angriff auf Syrien, Angriff auf den Gazastreifen. Das soll alles hingenommen werden mit Staatsräson. Leute, das geht nicht. Was wir brauchen, ist Frieden. Und so einen Frieden, der nicht gleichzeitig Keimzelle für einen neuen Krieg dort unten ist. Ihr wisst das selber, der Ausgang des Ersten Weltkrieges hat den Zweiten Weltkrieg schon begründet, aufgezeigt und aufgezogen. Das dürfen wir nicht machen. Wir brauchen einen festen Frieden da unten, dass endlich dieser Völkermord ein Ende findet. Ja, was lacht Reichert? Also, sehr vernünftiges Statement, komplette Zustimmung. Also, ich bin überrascht, dass es so einen Meinungspluralismus in der AfD-Fraktion gibt. Ich dachte, die stünde geschlossen auf Seiten Israels, aber anscheinend gibt es da einige vernünftige Leute und die sind jetzt Reichelt ein Dorn im Auge. Also schauen wir mal, was Reichelt daran zu kritisieren hat. Also sehr vernünftiges Statement meiner Ansicht nach, was Jürgen Pohl da gerade abgegeben hat. Macht ihn am besten zum verteidigungspolitischen Sprecher und schmeißt diesen Rüdiger Lucassen raus.
Liebe AfD, was sind das für Leute? Die Friedensinitiative muss aber von uns ausgehen. Niemand wird jemals mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Rechte Parteien in Europa, besonders in Deutschland, aber in ganz Europa. Tja, es klang vernünftiger als 90% der Beiträge, die ich aus dem Bundestag zu Israel gehört habe. Warum sollte man nicht damit zusammenarbeiten? Ganz ehrlich. Ja, Atominem. Er macht sich jetzt über den Stil lustig. Also. Können nur als Schutzmacht des jüdischen Lebens und eiserner Verbündeter Israels. Nein, es geht nicht um das jüdische Leben, es geht um den Staat Israel. Niemand hat etwas gegen Juden. Es geht um Israel. Also das ist immer diese Gleichsetzung. Wer Israel kritisiert, der hasst Juden. Das ist die Unterstellung. Wer die Finanzmärkte kritisiert, der meint, wenn der Finanzmärkte sagt, eigentlich Juden, also der hasst auch Juden. Also wer irgendwie irgendeine mächtige Institution im Westen kritisiert oder wer die westliche Außenpolitik, die immer Israel unterstützt hat, kritisiert, der ist Antisemit. Darauf läuft es letztlich hinaus. Man will alle Regierungskritiker zu Antisemiten machen. Das ist etwas, wenn SPD und Grüne es machen, was von Reichelt total scharf kritisiert wird. Aber hier macht Reichelt es einfach selber mit an der Stelle nationalkonservativen Leuten, die eben nicht auf transatlantischer Linie sind. Ziemlich durchschaubar. Erfolg haben. Benjamin Netanyahu ist der wohl... Wofür steht das Wort Eliten? Natürlich für Juden, also für was sonst? Klügste und erfolgreichste Rechte der politischen Welt. Wer sich getrieben von Weltverschwörungsmythen, ja, die Staatsräson gegen dieses... Sagt ihr was? Also der AfDler hat nichts von Weltverschwörung gesagt, er hat einfach die israelische Politik kritisiert. Also Reichelt denkt sich hier sogar was sehr Dreistes aus. Ich weiß nicht, ob man dafür Reichelt abmahnen kann, ganz ehrlich. Er macht ihn hier ja frei nach. Und in Deutschland darf man ja, wenn man Leute als Antisemiten verleumdet, wirklich alles machen. Es ist wirklich absolute Unverschämtheit. Also er beschwert sich über die radikale Rhetorik von Höcke und wirft ja einfach Leuten aus dem Nichts für völlig legitime Aussagen Antisemitismus vor. Es ist unfair. Es gibt keinen radikaleren Hetzer in diesem Land als Julian Reichelt. Das Volk stellt, dass den Überlebenskampf unserer Kultur am beeindruckendsten, klügsten, lebensfrohsten und entschlossensten führt. Lebensfrohsten. 40.000 Tote in Gaza, die Mehrheit davon Frauen und Kinder. Der Überlebenskampf unter unserer Kultur, was ist das für eine Rhetorik? Einen Völkermord zu rechtfertigen, es ist unglaublich. Niemals regieren können. Um fair zu bleiben, die Duldung von Antisemitismus ist nicht bloß ein Problem der AfD. In der SPD kann man als Vizepräsidentin des Bundestags... Ja, vollkommen legitimer Post von Aydan Özoguz. Ich finde die Frau sonst wirklich furchtbar. Das ist die, die meinte, dass es keine spezifisch deutsche Kultur gäbe, aber der Post ist absolut richtig. ...ist judenfeindlicher Hasspropaganda, wie diese auf Social Media raushauen, ohne... Nein, das ist nicht judenfeindlich. Das ist einfach ein israelkritischer Post und das ist völlig legitime Kritik. Die übrigens von der Jewish Voice for Peace kam. Aydan Özoguz retweetet hier oder repostet hier auf Instagram einen jüdischen Account und das soll jetzt angeblich Judenhass sein. Also, ihr merkt es wahrscheinlich alle selber, die hier gerade im Chat sind. Es ist völlig irre, was Reichelt hier von sich gibt. Irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen. Hier sehen Sie die antisemitische Propaganda von Aydan Özoguz, die seit Jahren durch ihre islamistischen und judenhassenden Ansichten auffällt und in der SPD nur immer weiter aufsteigt. Kevin Kühnert kooperierte mit dem terroristischen Nachwuchs der Fatah. In der CDU will man sich von Sarah Wagenknecht zur Macht verhelfen lassen, die das Volk der Juden... Also die PLO, in der die Fatah die größte Fraktion stellt, hat in den 80er Jahren schon das Existenzrecht Israels anerkannt. Dörten Julian Reichelt nicht, sind trotzdem Terroristen. ...mit Barbaren und Terroristen gleichsetzt und Israel vorwirft, verhelfen lassen, die das Volk der Juden mit... In der CDU will man sich von Sarah Wagenknecht zur Macht verhelfen lassen, die das Volk der Juden mit Barbaren und Terroristen gleichsetzt und Israel vorwirft, Zitat, wahllos Frauen und Kinder zu ermorden. Ja, genau das macht Israel. Schaut euch Anatomie für Genocide von Francesca Albanese an, den Bericht. Israel tötet wahllos Frauen und Kinder. Israel jagt ganze Wohnblöcke in die Luft. Israel greift Flüchtlingslager an. Israel greift das Gesundheitssystem an. Israel greift gezielt Krankenhäuser an. Israel greift gezielt Schulgebäude an, in denen sich Flüchtlinge versteckt halten. Also ist unglaublich. Israel macht genau das. Ja, und wenn du das aussprichst, ja, dann hast du was gegen Juden. Das ist unfassbar. Die Grünen haben mit Fridays for Future die wohl gefährlichste und mächtigste antisemitische Jugendorganisation seit 1945 vorangetrieben und ihr zum Aufstieg verholfen.
In allen Parteien übersieht man nichts geflissener als den Antisemitismus, wenn es der eigenen Macht nur dient. Die Juden bleiben immer das einfachste Opfer. Drittens, die AfD mag dominiert sein von der seltsamen Kreml-Verklärung. Es gibt ja leider noch nicht so richtig viele Pro-BSW-Medien, aber das hier sollte das BSW vielleicht mal aufgreifen, um Stimmung gegen Reiche zu machen. Also dieser wirklich widerliche Angriff. Ich weiß nicht, ob man, also abmahnen vor Gericht kann man das wahrscheinlich nicht, aber das sollte man hier vielleicht mal rausklippen und da mal was gegen machen. Gegen machen im Sinne von deiner öffentlichen Kampagne gegen machen. Also das ist ja wirklich unglaublich, wie man hier angegriffen wird. Erklärung, die in Teilen Ostdeutschlands immer noch herrscht, die bis heute nicht wahrhaben will, dass Wladimir Putin nicht so schön Deutsch spricht, weil er Goethe und Schiller liebt, sondern weil er als KGB-Mann so besonders gut Deutsche überwachen, verhören und quälen konnte. Aber die Hinwendung nach Moskau und auch Peking ist ein Irrweg, der niemals in Verantwortung führen wird. Das Zuhause Deutschlands für alle Konservativen ist der freie Westen. Man musste Ossis mit Gewalt daran hindern, nach Westen zu fliehen, nicht umgekehrt. Das wirtschaftlich starke... Die Sowjetunion hat Deutschland in den 50er Jahren schon die Wiedervereinigung angeboten. Das wurde von der Bundesregierung unter Adenauer abgelehnt. Übrigens auf Druck der westlichen Verbündeten. Als dann FDP und SPD gesagt haben, wir würden die sowjetischen Verhandlungsangebote annehmen, da hat Reinhard Gehlen, der damalige Chef der Organisation Gehlen, eine Unterabteilung der CIA, die später im BND umbenannt werden sollte, seinem Führungsoffizier bei der CIA einen Putsch in Deutschland angeboten für den Fall, dass SPD und FDP an die Macht gewählt werden sollten. Das ist der Teil der Geschichte, den euch ein Jürgen Reichelt niemals erzählen wird. Starke Deutschland, von dem die AfD träumt, ist im Westen und in der Freiheit, in der Marktwirtschaft verankert, nicht in der Tyrannei und im... Ja, auch Russland und China sind kapitalistische Staaten. Das ist ein Konflikt aus dem Kalten Krieg. Diese ganzen liberal-konservativen Transatlantiker sind geistig irgendwie in den 80er Jahren oder schon in den 50er Jahren stehen geblieben. Ich glaube, das ist überflüssig, dass ich das hier nochmal erkläre. Eine Wagenknecht ist, weil sie eine friedliche Außenpolitik, vor allem mit Russland, will ja auch eine Stalinistin. Kommunismus der östlichen Riesenreiche. Oder, um es einfacher zu sagen, Russland ist seit Jahrzehnten ein richtiges Kackregime. Kein Mensch ist je dorthin geflüchtet, außer Edward Snowden. Junge Russen wollen im Westen studieren. Kein junger Deutscher, Holländer, Amerikaner in Moskau. Russland stellt nichts her, was irgendwer auf der Welt haben will. Russland sperrt... Das stimmt nicht. Die russische Wirtschaft boomt gerade. Und ja, die russische Wirtschaft ist stark abgestürzt in den 90er Jahren und hat viele Branchen tatsächlich verloren oder die wurden extrem zurückgebaut, dank der neoliberalen Schocktherapie, die vom IWF kam, die aus dem Westen kam. Also aus diesem wunderbaren Reich der Freiheit, das Russland in den 90er Jahren in den Ruin geschickt hat. Aber es würde jetzt auch zu lange dauern, das nochmal aufzurollen. Hat Menschen ihre Meinung sagen in Arbeitslager. Russland ist ein korruptes Geheimdienstregime, das sein eigenes Volk ausgeraubt und ein Nachbarvolk überfallen hat. Es gibt keinen vernünftigen Grund, sich nach Osten auszurichten. Eine vernünftige AfD hätte im Westen großartige Verbündete, von Meloni über Trump bis hin zu Milei im fernen Argentinien. Kein ja, echter Milei, Deutscher. Der gerade dafür sorgt, dass die argentinische Wirtschaft mit zweistelligen Raten einbricht. Also gegen das, was Habeck hier macht, also gegen die Deindustrialisierung, die Habeck und Lindner hier anrichten, ist Mileis Deindustrialisierung quasi auf das noch gleiche nochmal auf Speed. Deutscher Patriot dient sich einem Regime und einem Diktator an, der nichts anderes als Unterwerfung duldet. Viele Menschen, besonders junge Menschen, sehen in der islamistischen Massenmigration das deutlich größere Übel als in der AfD. Und ich kann sie verstehen. Sie sind bereit, einer Partei ihre Stimme zu geben, die als aussätzig und unberührbar gilt. Sie sind bereit, für ihre Überzeugung sogar Ausgrenzung und Stigmatisierung auf sich zu nehmen. Die Frage ist, ob die AfD das als Auftrag versteht, hart an sich selbst zu arbeiten, um anschluss- und regierungsfähig zu werden und diese jungen Leute nicht zu enttäuschen. Oder ob diese Partei weiterhin noch jede Entgleisung, jede antibürgerliche Gruseligkeit, jede höckische Ungeheuerlichkeit duldet, sich in Rechthaberei, Sturheit und Verbitterung einbunkert und ihre Millionen Wähler in die totale Perspektivlosigkeit führt. Nun zur CDU. Sie wird für immer historisch mit der AfD verbunden sein. Denn,
Ohne die CDU von Angela Merkel würde die AfD so heute nicht existieren. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant, was er jetzt noch zur CDU sagt. Er sagt, die CDU muss konservativer sein, die muss Wiedergutmachung für die Migrationspolitik liefern. Ich weiß nicht, ob er noch was zu Corona sagt, aber ist jetzt auch relativ egal. Die Grüne gehören hinter die Brandmauer, ja. Ist relativ egal, was er jetzt noch zur CDU zu sagen hat. Also das war ja nun wirklich gar nichts. Also, um es kurz zusammenzufassen, trotz dieser ganzen Rhetorik, trotz dieser moralischen Empöre über Höcke, also dass Reichert mit Rechtsextremen anscheinend kein Interesse hat, das zeigt ja auch, wie toll er Netanyahu findet. Also Netanyahu ist 10-mal so rechtsextrem wie Höcke und von dem ist er ein ganz großer Fan. Reichert hat ein Problem damit, dass die AfD geopolitisch nicht auf Linie ist. Reichert hat ein Problem damit, dass die AfD sich nicht am Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligen will, dass sie die Waffenlieferung an die Ukraine ablehnt. Und beim Thema Israel, da ist die AfD sogar auf Linie, aber es gibt einen gewissen Meinungspluralismus. Also die AfD hat einige Mitglieder, die die Waffenlieferung nach Israel ablehnen und die diesen vollkommen irren israelischen Kriegskurs nicht gut finden. Und da hat Reichert vorhin ein Beispiel genannt und das versucht zu skandalisieren, was hoffentlich nicht aufgeht. Also man kann nur hoffen, dass die AfD sich nicht von solchen liberal-konservativen Demagogen, die sich einfach nur daran stören, dass die AfD noch nicht melonisiert genug, noch nicht pro-amerikanisch genug ist, nicht vor sich hertreiben lässt. Ja, und diese Antisemitismusvorwürfe gegen Wagenknecht, gegen Özokus, gegen egal wen. Also Kritik an Israel gleich Antisemitismus. Ihr kennt die Propaganda, es ist so lächerlich. Es ist nichts Neues, man braucht dazu nichts sagen. Ich hoffe wirklich, dass die Politiker, vor allem aus dem BSW, also BSW ist ja die Partei, die ich persönlich am positivsten sehe, die hier angegriffen wurden, das nochmal aufgreifen und hier eine klare Antwort an Julian Reichelt senden. Denn diese Antisemitismusvorwürfe, die sind vollkommen eine Grenzüberschreitung. Das ist so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den du jemandem in Deutschland machen kannst. Und da hoffe ich, dass das BSW da wirklich mit einer eigenen Gegenkampagne medial reagiert. Aber schauen wir uns mal die Kommentare an. Vogt hat auch seinen Wahlkreis an die AfD verloren. Ist es heutzutage ein Hinweis auf Rechtsradikalismus? Keine Ahnung, eine bestimmte Richtung trägt. Also, weil Reichelts Zuschauer sind ja absolut nicht begriffen. Okay, hier verteidigen jetzt einige Höcke, das ist aber nicht der zentrale Punkt. Einfach mal den Höcke einladen, wie wäre das denn? Okay, das ist schon ein besserer Vorschlag. Ich sag ja schon, ich hoffe schon seit längerem auf ein Duell Sarah Wagenknecht gegen Björn Höcke. Wäre, glaube ich, noch interessanter als das Duell Weidel-Wagenknecht, da Björn Höcke ja nicht so vollkommen, ja, stupide neoliberale Positionen hat und außenpolitisch gar nichts zu sagen hat, so wie Weidel. Also das war ja außenpolitisch vor allem in Bezug auf Israel ein Totalausfall. Sie hat zuerst die Parteiposition wiedergegeben, hat dann gemerkt, dass sie damit keinen Blumentopf gewinnt und dann herumgerudert. was ich sagen wollte, es geht hier nicht um Björn Höcke. Also Reichert versucht ihn hier als Rechtsradikalen darzustellen, das war nicht das zentrale Thema dieses Videos. Reichert's Problem ist nicht, dass Höcke in irgendeinem Buch oder irgendeiner Rede mal irgendwelche Äußerungen getätigt hat. Also wie gesagt, hätte Reichert mit rechtsextremen Problemen, würde er, glaube ich, die ganzen Bandera-Fans in der Ukraine mal kritisieren, an die wir gerade Waffen liefern. Oder dann hätte er mit der Regierung Netanyahu, wo offen Rechtsradikale Teil von sind, die groß Israel fordern, die alle Länder in der Region auslöschen möchten. Dann würde er sich den vielleicht mal beschäftigen. Aber Reichert hat mit all dem kein Problem. Er kritisiert Höcke, weil Höcke geopolitisch nicht auf Linie ist. Er möchte die AfD melodisieren, er möchte die AfD geopolitisch auf Linie bringen. Darum geht es. Ich glaube, das scheinen auch viele in den Kommentaren hier nicht verstanden zu haben. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das nochmal zu wiederholen.